Ja, wir befinden uns hier in einer sogenannten Kuppel- oder 360-Grad-Projektion. Wir als domeprojection.com haben uns als Aufgabe gestellt, Technologie, Service und auch spezielle Software zur Verfügung zu stellen, um diese Art von Projektionen zu realisieren. Was man dafür benötigt, ist zunächst erstmal eine Anforderung halt des Kunden, der sagt, was möchte er da drin anzeigen, wie soll die Auflösung sein, was für ein Filmmaterial wird gezeigt. Daraus können wir mit unserer Erfahrung und unseren Planungstools ermitteln oder Vorschläge unterbreiten, mit wie vielen Projektoren und in welcher Projektionsanordnung man so etwas realisieren kann. Das wird bei uns mit eigenen Tools geplant, wo die Qualität im Vorhinein simuliert werden kann und auch ermittelt werden kann, dass das am Ende eine wirklich gute Projektion wird. Aus dieser ganzen Planung heraus resultiert eine Art Aufbauanleitung und Spezifikation für das gesamte System. Das heißt, Projektoren, die spezifiziert werden, Positionen und Ausrichtungen von Projektoren, die spezifiziert werden, damit entweder wir selber in unserem Integrationspart oder auch andere Integratoren oder Rental- und Staging-Firmen in der Lage sind, das Ganze selbsttätig aufzubauen. Wenn wir dann ankommen und die Projektoren und alles ist eingerichtet, dann sieht man erstmal eine ganze Anzahl von Bildern, die erstmal willkürlich und verzerrt in diesen Dom strahlen. Und da stellt sich die Frage, wie man diese Bilder dann zu einem perfekten, so wie man das hier sehen kann, zusammenbringt. Dazu muss die Verzerrung von jedem einzelnen Projektor ermittelt werden. Da muss geguckt werden, wo überlappen sich die Projektoren und wie wird diese Überblendung eingestellt. In der Vergangenheit wurde das viel manuell gemacht. Das ist ein sehr langwieriger Prozess und die Qualität ist meistens nicht so gut, weil man nur eine endliche Zahl von Punkten in einer endlichen Zeit in diesem Dom verschieben kann, um ein Bild zu erzeugen. Wie wir hier arbeiten, ist, wir haben eine Kamera oder mehrere Kameras, die das Sichtfeld in diesem Dom abdecken können, mit denen wir Testpatterns projizieren, die von der Kamera und von unserer Software ausgewertet werden und dann für jeden einzelnen Projektionskanal ermitteln, wie die Verzerrung und die Überlappung aussehen soll. Das wird dann an den Media-Server übertragen oder an eine dazwischen geschaltete Einheit, die Verzerrung und das Blending übernimmt. Und nach diesem Prozess, der relativ kurz ist, also von Minuten, nachdem es aufgesetzt worden ist, das gesamte System, und man nur noch nachkalibriert, bis hin zu wenigen Stunden, wenn man ein System komplett neu aufbaut, kann dieses Ganze kalibriert werden. Die Software gibt mir die Möglichkeit zu kontrollieren, ob hier alle Punkte wirklich korrekt erkannt worden sind. Das ist der Fall. Danach werden die ganzen Daten in einer Datenbank gespeichert und die Kalibrierung ist jetzt eigentlich erfolgt. Wir wollen natürlich wissen, wie das Ganze aussieht, und wir wollen vor allen Dingen noch unseren Content in diesem Bereich positionieren, weil ich muss das Bild ja irgendwie abschneiden, dass es da auch der Content so reinpasst, wie das reinpassen soll. Dafür gibt es den zweiten Teil der Software, in dem ich jetzt dasselbe Projekt wieder öffnen kann. Ich habe praktisch die ganzen berechneten Daten gelesen. Das Projektionstool ist immer noch an, weil ich damit bestimmte Live-Vorschau machen kann. Ich sehe hier meine 3D-Darstellung der ganzen gerechneten Punkte und ich kann hier ein Testmuster anzeigen, wo man jetzt sehen kann, dass wir hier wirklich im Überlappungsbereich dort alle Punkte genau übereinander passen. Und ich kann jetzt diese Daten praktisch an den Media-Server, in diesem Fall hier machen wir die Projektion zusammen mit Dataton, übertragen. Nachdem wir jetzt hier die ganzen Bildeinstellungen gemacht haben und unseren Content praktisch in dem Fenster platziert haben, wie wir wollen, können wir letztendlich zu einem Media-Server oder einem anderen Gerät, was das Warping und Blending halt durchführt, exportieren. Da gibt es viele Optionen. Wir haben relativ viele Media-Server im Markt, die wir unterstützen. In diesem Falle arbeiten wir mit Watchout. Und ich kann hier entsprechend jetzt den Watchout-Export vornehmen und wieder zum Watchout zurückkehren. Das heißt, wir beenden unser Kalibrationstool und starten Watchout. Und jetzt müssen wir einfach im Watchout mit der modifizierten Show online gehen.
Und das war's.